Hallo, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück. Ich habe gerade erst gemerkt, dass ich noch mal nach hoch kann, weil der Schalter jetzt falsch rum ist. Das kaputt. Wegen Geld. Dich mach ich kaputt. Er hat sich selbst gesprengt. Das nehme ich mit. Wie viel Schaden macht der Speer? 11. Tot. So. Erstmal die kaputt machen. Das da oben eh anschlagen. Ich setze eine Bombe, damit ich das Ding noch rechtzeitig aufheben kann. Sollte funktionieren. Und natürlich habe ich den Schalter falsch rum. Was mir jetzt erst auffällt. Ach, Phönotopia. Durch dich kriege ich auch 10.000 Fälzen. So, brauche ich das hier jetzt? Erstmal muss ich mal was gegen meine Dummheit machen. So, Leute. Hier oben. Ich muss das dabei haben. Ich weiß nicht, ob da oben was ist, aber auf jeden Fall ist da verschlossen. Nicht runterspringen. Hier war nur was zu essen. Das ist es nicht wert, dein Leben zu versauen, Shining. Dass du den ganzen Schmarrn nochmal machen müsstest. Gold. Komm ich jetzt mal langsam endlich beim Prinzen an. Okay. Ich habe ich mal dabei, falls ich dich brauche. Tschüss. Home run. So, noch mehr von denen. Wie kriegt man das denn hin? Warum sind die Rätsel hier in diesem Ort so merkwürdig? Hm.
Nein. Irgendwie wird man da schon dran kommen. Nein. So nicht. Okay, ich habe mir da jetzt einen Speer reingesammelt. Noch ein. Ich hoffe, dass ich es drauf schaffe. Ja. So kommt man dran. Das hat gut funktioniert. Okay. Wie soll das jetzt funktionieren? Ich sag ja, die werden immer merkwürdiger, die Rätsel. Kann man da durch? Nö. Es ist einfach nur ein merkwürdiges Rätsel. Gar nicht hinterfragen. Muss ich mir eine Bombe setzen? Und dann ganz schnell hier durch? Ah, nee, jetzt fällt mir ein, wie das machbar wäre. Ich will da oben einen drauf bekommen. Jawohl. Weil wenn ich jetzt die Speere reinsemmel, dann würde das runterfallen und den Schalter aktivieren. Den nehme ich mir mal mit. Und ein Herzrubin. Jetzt kann ich so einfach wieder raus. Da oben wartet ja schon was. Ich hab keinen Bock auf dich. Endlich, er ist tot. Okay, ich brauche definitiv hier was. Ich habe nur einen von diesen Kristallen dabei. Ich kann ihn ja hier stehen lassen. Gibt es da unten noch einen zweiten? Ich glaube nicht. Ich glaube, der muss auf den roten Schalter da unten fallen. Ich hab langsam keinen Bock mehr. Okay, den nehmen, gegenwerfen. Hat das da unten aktiviert. Mein Leben ist jetzt viel schöner. Oh Gott, das hat so lange gedauert. So, und der ist tot. Alter Schwede, ey. So, der ist tot. Was ist das für ein Ding? Das ist ein Aufzug. Das ist die Hölle.
So, einer ist weg. Man muss schon sagen, die Viecher mag man nicht. So, das ausschalten. Ja, das aktiviert die Schalter, aber ich muss das sowieso erst einmal umändern, irgendwie. Warum muss das Spiel mittlerweile so kompliziert werden? Friss, Speere. Und sei ruhig. Okay, ich kann ja nur nach oben, ne? Kann ich hier irgendwo umstellen mit dem Schalter? Och. Zweimal Speer und die sind tot. Da oben ist was zum Umstellen. Ich hatte zwar zugeschlagen, aber egal. So, ich bin jedenfalls voll. So, und jetzt kann ich mir die beiden Dinge da unten schnappen. So, mitnehmen. Dann habe ich sie. Um einmal an die Kiste da unten zu kommen. Hälfte von Geld ist zwar runtergeflogen, aber egal. Ich habe die Kiste. Das ist alles, was zählt. So, ich hole mir jetzt die beiden Kristalle und nehme die mit nach oben, weil ich das Gefühl habe, dass ich die gebrauchen kann. Ich muss mir sowieso erstmal einen Speer da wieder hinjagen. So, da hängen jetzt zwei Speere. Ich habe den Kristall, den stelle ich mir auf den Aufzug, damit ich ihn mit nach oben nehme. Oder ich lasse ihn hier stehen, funktioniert auch. Der ist wenigstens leicht. So, die beiden nehme ich mit. Wieder eine Bombe setzen, damit das getimt ist. Weil ich sie brauche, die beiden, habe ich sie da stehen. Erst dich. Dich lieber im Fernkampf. Weil im Nahkampf bist du schrecklich. So, tot. Danke für dein Sandwich. Ja, man braucht die Kristalle hier oben safe. Und ich wette, dass da links ein Mondstein drin ist. Da wette ich so 100% drauf. Erstmal die hier abstellen. Und zwar da, wo ich gut rankomme. Und dann versuche ich es einmal an den Stein ranzukommen. Was mich wahrscheinlich komplett aufregen wird.
ging tatsächlich. Nee, Haufen Geld ist auch in Ordnung. Ich vergesse die ganze Zeit, dass man da auch durchfallen kann. So, Timer, das Geld war es wert, nochmal runterzukommen. Ein Nutzen, den anderen mitnehmen. Oder ich hätte das einfach direkt auf grün umstellen können, nicht Volldepp. Und nochmal die Steinchen holen. Den da oben abstellen. Den mitnehmen. So. Ich bin hier oben angekommen. Und hier ist auch eine Speicherstation. Na, endlich. Ich habe gesehen, dass meine Aufnahme schon recht lang läuft. Auch wenn ich wahrscheinlich so viel rausgeschnitten habe. Alter Schwede. Erstmal speichern. Weil den Turm habe ich nicht wirklich Lust, nochmal zu machen. Definitiv nicht. Der ist richtig anstrengend. Okay, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Ich mache hier jetzt erstmal eine Pause. Ich habe die Schnauze voll für heute.